Nee, Quatsch, hier schon aus. Da. Gut, dann geht das schon weiter. Gen Himmel zu fahren. Das heißt Seemann, verdammt. Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Ach komm, nein, wirklich. So, es geht. Ich kann. Das ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Das ist so einfach übel krass daneben. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Säulen, Feuerbälle, Gewinne, Regenbögen, Wahnsinn! Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Okay, wir müssen beide Hände an den Controller nehmen. Wenn wir kannst du wieder die Screenshots machen, das ist schon nice. Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Nee, nein. Aber die Mama des schwulen Fischs bog falsch ab und landet. Oh oh, nicht so. Nein! Alter, so, kein Leben. Der Kick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen einhornflutzt, um gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama, pass nur auf die Säulen auf! Das ist, Alter, das ist so krass daneben, ich weiß gar nicht. Wie aufregend! Wie man das beschreiben soll. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Oh, hier geht fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn! Weil die Musik dazu! Oh, nicht so schnell! Dann komm ich schneller in den Himmel, Schatz! Was für ein krasser Trick! Alter! Der Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazu! Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater! Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen! Oh fuck! Das ist mit das allergrößte aller Zeiten! Aller Zeiten! Nein! Nur noch ein HP! Nein! Gehör den Himmel! Wähle deine Religion? Hä, was kommt das? Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fisches. Okay, wir kriegen jedes Mal mehr Leben. Gen Himmel zu fahren. Was? Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama, pass nur auf die Säulen auf! Aber wie viele Leben wir gleich kriegen, Alter? Was soll das? Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Okay, das sollte ja jetzt wohl reichen, oder? Dir das irgendwann der ganze Bildschirm voll ist. Desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Weil jedes Mal mit diesem scheiß Einhorn fort, wie fritt dieser blöde Controller. Das geht mir so um Senke. Achso, man muss sich echt konzentrieren. Oh, oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Aua, daneben! Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazu! Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater! Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Okay, wir schaffen das. Nein! Aua, fuck, na! Die Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Nein, du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, tatest du es. Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Okay. Chaotisch. Tja. Brutal. Chaotisch. Ich würde sagen, wir sind chaotisch, oder? Agnostiker. Oh, ich jetzt? Atheist. Buddhist. Christ. Hindu. Jude. Mormone.
Moslem, orthodoxer Jude, Quäker, Rastafari, Satanist, Scientologe, Sikh, Taoist, Unitarier, Wicca. Mal gucken, Quäker, das sind Satanist, oder? Nö, nee, das ist Atheist, ne? Agnostik, Atheist, okay, du bist ein chaotischer Atheist. Ja. Ja, klar, das ist ja ökonomische Stufe fehlt bloß noch. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Ja, wen? Juhu. Jesus. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner chaotischer Atheist. Du, nice. Ach, komm schon. Na, was haben wir denn da? Was bist du für eine Sorte? Cisgender, pansexuell, weiß, Japaner-Person, chaotisch, atheistisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay. Ich liebe dich, lieben wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Ja, komm, wir haben doch gerade schon gegen euch gekämpft, ihr Lappen, ey, Mann. Okay. Lack rein, sammeln! Oh, kleines Feld. Mein rachsüchtiger Gott hat befohlen, es dir richtig zu geben. Hey, ja, ja. Wirklich? Lass mir deine Weltanschauung nicht aufschwatzen. Ja. Oder noch besser. Jawohl. Hau rein. Ist das so ein Zigeunerfluch? Nö, nö. Du wirst danach eine Glaubensberatung brauchen. Yeehaw! Was ist ja eine geschüttelte Dose? Ich hab fünf Balken und nein! Call Girl! Mach doch nicht sowas! Und abgeschickt! Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Allergien sind glaube ich eine Menge. Ich hau den lieber weg, ja. Wow. Oh, ich glaube, das hat genug wehgetan. Ja, er greift ihn an, das war gut. Ich fühle mich so sanftmütig. Ja. Sprich dein letztes Gebet, zu wem auch immer du kommst. Die haben überhaupt keine Chance. So. Das hier... Ja, nee, da haben wir voll drauf, oder? Ja, voll drauf und neuen Elektroschaden. Hau weg! Also ich halte die andere Wange nicht hin. Warum nicht? Ich bring dir das Ich muss dich zum Hetero prügeln. Ja, okay. Wir stehen hier in der Gegend nicht so auf andere Ansichten. Ja, ich merke das schon. Holger! Dharma! Ein allerfeinstes Doxing. Hör mal los. Wir können ja so machen. Also so langsam. Bin eh nicht weit. Machen wir das lieber. Ach, und haut ihn auch rüber. Perfekt. Voll. Ja, komm mir vor, als hätte ich einen Dreiarsch. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Ach, stimmt voll. Wie dann? Na, tötet nicht. Ja, gut, aber trotzdem. Weil Karl so gern seinen Hammer schwingt. Und ich so gerne sehe, wie er den Hammer schwingt. Oh, das sieht noch immer aus, ne? Alles, alles scheiße. Ja, komm, hau weg den Lappen. Tschüss! Sieg! Wasch, was eine Waschdose, Medizin, what the fuck, Kampfplan. Okay. Und $6. Ja, hier dabei. Und fast Rang 10, aber für Rang 10 gibt's aber nicht mehr, oder? Aber, wartet, ach, das war jetzt alles hier? Okay, nee, wir gehen trotzdem mal hier ringsrum, oder? Ja, ich weiß, dich hat's voll umgehauen, weil wir jetzt im echten Leben auf Krampffreunde sind, aber bleib cool. Ich hab dir ein bisschen Zeugs geschickt. Alter, was kämpft der herum?
Doch, man kann nicht alles lesen. Ich habe ein paar Klamotten von meiner Marke Fies hier in deine Spitzerkiste gelassen. Ab nach Hause und schau dir den Scheiß aus meiner Winterkollektion an. Scheiße, ich werde nicht jünger, aber du weißt, jeder Gramm, also coolste Gramm, Post von mir ist 200 Riesen wert. Also ich mache es kurz. Ich bin die Social Media Stimme meiner Generation. Leute denken diesen Scheiß andauernd. So, jetzt kann man gucken, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, Moment mal kurz hier jemand schreiben. So. So, ich habe gesehen, dass er da oben gerade was macht. Ich wollte nur ganz kurz was gucken. Geht so weiter. Die Screenshots sind nicht der Reihe nach, oder doch? Na gut, egal. Geht doch mal weiter. Der hat gerade schon wieder was geschrieben. Ich habe es gesehen. Komm ich da hin? Instagram. Sagen, kommt sich alles, kriegst nicht raus, wie man jemand nicht mehr folgt. Die Sammelverhöhung respektiert Künstler nicht, red nicht mit mir, poste nichts, schwuler Fisch, Ende. Ich liebe die Menschheit, ich bin frei. Was? Okay. Ja, ist ja geil. Da kann man sogar sehen, wer einem noch fehlt, falls man das Ganze auf 100% bringen will. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Okay, was ist hier los? Jimbo's Fishing. Netzpostfachschlüssel. Oh, gut. What? Oh, einer Bär. Erinnerst du die 120 Sterne zum Sammeln in Super Mario 64? Oh, ich erinnere. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Chun-Lis Schenkel? Oh, und wie ich die erinnere. Alter, was? Nein. Wieso liegt da eine... Ist da eine Buchse, oder? Oh, geil! Ein Busch zum Weghauen. Das ist genau das, was ich hier wollte. Bogenflächen. Sehr geil. So, wir brauchen die Hilfe von Toolshed. Toolshed, ich rufe dich und deinen Sandblaster. So, Toolshed, halt gut fest, ich konzentriere die linke Arschbacke und die rechte und los. Jawohl. Booste Kuh. So, damit haben wir alle. Ja, zu Mr. Adam ins Polizeirevier zurück. Das werden wir tun. Wer war hier? Und wieso läuft da Pisser aus dem Zelt? Ah, Leute. Ich finde schon fast ein bisschen viel, das gekämpft wird. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Ich verlasse mich auf dich. Ja. So. Wenn wir beide und beide noch einen Rückstoß reinhauen, das ist sehr gut. Sind wir dann einer dabei? Ja, ich glaube. Ja, einmal. Was ist das? Sag mal. Yeah, sowas macht man nicht. Sind wir wieder auf dem Heiler? Obwohl, die sind ja eh noch alle voll da hinten. Da können wir auch. Die weghauen, die von selbst vorkommen. So, machen wir mal ganz kurz. Leider, ich mach das live hier. Ach, Leute. So.
So, tschüssi. So. Wir können doch ihn angreifen, oder? Jawohl, der ist dann auch gleich down. Ja, ich hau lieber einen weg. Ist da nicht schaden. Was ist denn da für ein riesen Heilfeld, ey? Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Bist du das? Also denke mal weghauen. Den nicht. Dann hauen wir erstmal den weg. So, denk. Ja, jetzt haben wir keinen Rückstoßschaden, schade. Wenn wir hier hingehen, können wir beide zum Bluten bringen, weil die werden eh gleich geheilt. Und da schreit ein paar Esche auf! Name und die Mobile-Nummer bitte! Wow! Vorsicht, du bist verwundbar! Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl! Ja, bestimmt. Nur den Daumen nehmen. Dann auf den Heiler. Super gedacht! Callgirl lässt ganz schön krachen. Oh, danke, Butters. Wer ist Butters? Ich bin Professor Chaos. Ja, eben. Ja, schön mit Rückschussschaden noch. Yeah. Perfekt. Hashtag Diabeten. Das steht natürlich bei dem Heilfeld. Boah, krass, doch wie viel. Alter. Ja, Chaos ist dran. Mit seinem Hammer müsste doch ja eigentlich ziemlich gut treffen, oder? Bloß die ersten beiden, schade. Wir verwirren mal den hinteren. Noch, dass er seinen Kumpan angreift. So, wie viel macht das? Haut ihn komplett weg. Ja, ne, wir hauen komplett weg und gehen gleich mal hierher. Geht doch drei Felder, ne? Jawohl. So. Oh yeah. Nö, will ich nicht. Tschüss. Wir sollten auch die andere Kraft mal benutzen. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Jupp. Haut drauf. Hey, ja. Hey, ja. Und noch ein. Hast du schon Diabetes? Du brauchst nicht weit laufen. Hau einfach nur. Ja, hier kannst du Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Nee, glaube ich nicht. Oh. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Verfluch, sei der elektrisierte Mensch. So. Immer drauf jetzt einfach. Los. Wir haben eh verloren. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. So. So. Jetzt noch schön Rückstoß. So, und dann sind sie spätestens noch in ihrem Zug eh down. Beziehungsweise Golgo wird die Runde beenden. Ich könnte ein Pflaster brauchen. Oder 10. Nee, passt schon. Ja, also ein Kümmer mehr vor. Und damit hat sich das schon erledigt. Aber mit Schwung. Schön ins Licht gehen, Troll. Sanktion, aber mit Inklusion. So, gewonnen. Hustentierchen Modulator. Okay. Gedünstetes Krebsbein und 361. Und Stufe 10. Das dürfte uns jetzt ja allgemein stärker machen, ne? So, hier gibt es noch was zum Einsammeln. Oh, da sitzt jemand.
Aber kommt man nicht von hier aus da hoch? Hat jetzt nach links irgendwie, ne? Hallo, kleine Dame! Ah. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, müssten wir da eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Irgendwas mit Nympho oder so? Nimples? Ah, Mephisto, ah ja, genau, da steht's auch. Überall Partyspuren hier jetzt. Jetzt können wir hier den Weg frei machen. Da hätten wir schon die ganze Zeit gekonnt, aber brauchen wir jetzt nicht. Was? Optik-Penetrator-Rezept. Also ein Flashlight. Ja, für alle, die es nicht verstanden haben, ein Flashlight. So. Wir zum Mephisto. Ja, gucken wir uns erstmal um hier. Scheint es aber nichts zu geben. Da ist der Schnee runtergefallen. Der auch? Nö. Und eine Tasche, siehste. So, aber bevor wir zum Mephisto reingehen, gibt es eine ganz, ganz kurze Pause. So 5 Minuten. Bis gleich. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. Alright, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have 3 classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhanced bit and fuck French chicks? Super Craig.